Liebe Freunde, willkommen zurück. Wir haben am Ende der letzten Folge die Verbrennungsmotoren freigeschaltet. Und wir können jetzt bei den Ölbohranlagen die Verbrennungsmotorladebäume verwenden. Bei den Holzfällerlagern die Kettensägen. Bei den Stadtzentren die öffentlichen Motorkutschen. In Kasernen und Einberufungszentren motorisierte Aufklärung und bei den Motorenwerken Automobile produzieren. Wir sind kurz davor, Großmacht zu werden. Und das hatte ich in der letzten Folge schon mal als Plan angedeutet. Das hat dann diverse Vorteile. Wir bekommen dann auch mehr Einfluss. Und vor allem haben wir es einfacher, andere in unsere Zollunion einzuladen, unter anderem Spanien. Das ist ja so der große mittelfristige Plan, Spanien in unsere Zollunion zu bekommen und dadurch dann ganz viele Arbeitskräfte. So, wir werden uns einmal die Ölbohranlagen und die Holzfällerlager anschauen. Und machen wir es anders. Gehen wir hier rüber. Einmal zu den Ölbauanlagen. Verbrennungsmotor-Ladebäume. Da brauchen wir mehr Motoren, aber wir exportieren Motoren. Das pendelt sich dann wieder entsprechend ein. Wir produzieren viel mehr Öl. Und wir exportieren aktuell Öl. Und den Export würden wir entsprechend zurückfahren. Also, wir gehen hier komplett auf Verbrennungsmotor-Ladebäume. Auf geht's. Das sorgt auch noch für bessere Beschäftigung. Und ja, wir schauen uns direkt auch noch die Holzfällerlager an. Und da haben wir hier Kettensägen. Das ist krass. Da können wir sofort das Öl wieder verbrauchen, das wir gerade mehr produzieren. Wir machen hier nur die Werkzeuge. Die bereiten mir Sorge. Wie sieht es da mit Import und Export aus? Export plus 207. Praktisch nicht existent. Das ist ein Problem. Wir können hier nicht komplett umstellen. Auf einen Schlag. Da müssten wir noch die Werkzeugwirtschaft ausbauen bzw. Werkzeuge importieren. Ah, ist zu krass. Wir haben halt eine sehr heftige Holzwirtschaft, also. Wir gehen mal schrittweise vor. Oh, schon unproduktiv. Ich wende mal die Pause. Okay. Hier geht es darum, Arbeitskräfte einzusparen. Es geht nicht darum, mehr Geld zu erwirtschaften unbedingt, sondern einfach produktiver zu sein. Lassen wir das mit den Kettensägen erstmal. Okay. So, und dann haben wir das Thema, dass wir Automobile produzieren können.
Und die können ja dann wiederum hier eingesetzt werden als motorisierte Aufklärung. Das gibt sehr viel Machtprojektion. Plus 438 insgesamt. Und bei den Fahrradkurieren haben wir 146. Also plus 290 ungefähr. Und dann wären wir Großmacht. Okay, also Automobile produzieren. In den Motorenwerken. Wenn wir es komplett umstellen würden. Das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe. Das machen wir auf gar keinen Fall. So viele Motoren brauchen wir auch nicht. Wir werden hier einfach schrittweise vorgehen. Vielleicht fangen wir mal in Rio de Janeiro an. Demnächst 18 Stufen. ...400 Automobile. Wir brauchen aber nur 146. Ja, es wird auch so sein, dass Automobile werden dann auch von unseren wohlhabenden Bürgern gekauft werden. Und zwar als Freizügigkeit. Wir werden aber jetzt trotzdem nicht mit Rio de Janeiro anfangen. Dann nehmen wir ruhig Para. Und Rio Grande do Sul. So. Und dann stellen wir schon mal ein paar Kasernen um. So. Und dann gehen wir auf Tempo 4, beenden die Pause. Okay. Gummi ist das Problem hier. Wir haben aber bei Gummi in der letzten Folge eine Importhandelsroute angelegt. Und die müsste doch noch wachsen. Außerdem können wir selber Gummi produzieren. Pernambuco. Aber ich meine die zwei Stufen. Automatische Bewässerung. Eisenbahntransport. Börse notiert. Habe ich am Anfang der Reihe eingereiht. In Bahia bauen wir die Eisenbahn weiter aus. So, die Protestbewegung Armengesetz wiederherstellen wurde aufgelöst. Da haben wir mittlerweile die Gehaltssubventionen. Okay, die Industriellen und die Grundbesitzer haben sich damit abgefunden. Wir zahlen aber, glaube ich, kaum Sozialhilfe. Ah, 688, fast gar nicht. Das ist ja um das, das Gehalt in der Privatwirtschaft, falls es zu niedrig ist, an das Gehalt in den Regierungsgebäuden anzugleichen. Aktuell
bis zu 80%. So, wir achten weiter auf unsere Automobilproduktion. Die Waren zuvor Knappheit wurde behoben. Wenn die Baureihe ist nicht komplett ausgefüllt. Wir werden ja auf jeden Fall noch weiter Gummiplantagen bauen. Rio de Janeiro. Ja, bauen wir hier auch die 7 Stufen einmal. So. Ölbohranlagen. Ja, Ölbohranlagen können wir ja auch komplett durchziehen. Öl brauchen wir auf jeden Fall. So, der Preis für Automobile ist gestiegen. Sehr gut. Und dann sind wir jetzt schon bei 7,4. Ach, da haben wir immer noch Verluste. Ah, Gummi zu teuer. Sieben Millionen Loyalisten. 74.000 Radikale. Vom BIP her Nummer 7 weltweit. Vor Österreich hinter Britisch-Indien. Und wir haben mittlerweile 152 Bataillone und 31 Flottillen. Das ist aber immer noch relativ wenig. Wir messen an unserer Wirtschaftsmacht auf jeden Fall. Ah. Da müssen wir noch was nachlegen. Und dich müssen wir befördern. Ah. Gut. Sao Paulo gehen wir auch auf die kompletten 30. Dann brauchen wir da natürlich einiges an Migration. Jetzt kommandiert er bereits 31 Flottillen. Aber da brauchen wir noch einen zweiten Admiral. Den Fernando Soares, den befördern wir einmal. Ah, ungefähr 120. Hier noch einmal befördern. So. Und dich befördern wir auch nochmal. Ach so, Moment, dann liegt das Problem wahrscheinlich daran. Nee. 31 von 60. Flottillen. Er könnte bis zu 60 aufnehmen, kommandieren. Kommandoschwelle von 72. Ja, was mich gerade... Ah, wir haben keine Vollbeschäftigung. Okay.
Weil wir werden ja hier bei 30 Marinebasenstufen auch auf 30 Flottillen eigentlich kommen, aber wir haben keine Vollbeschäftigung, okay. Verstanden. Wir beenden die Pause, weiter geht's. Wir sind fast Großmacht. Wenn wir hier komplett umstellen würden, Öl plus 122. Das ist kein Problem, dann importieren wir einfach weniger. Automobile plus 122. Wir könnten doch problemlos 122 Automobile produzieren. Komm, wir machen das. Wir müssen jetzt nur die Automobile produzieren. Paraíba oder jetzt noch mal Rio de Janeiro anschauen. Ne, 400. Das ist zu viel. 425. Auf geht's. Pause wenden. Ah, alles schön produktiv. Wunderbar. Und wir sind Großmacht. Brasilien ist Großmacht im Jahre 1895. Herrlich, Leute. So. Spanien. Minus 43. So. Die Beziehung wird demnächst nicht mehr nur einvernehmlich sein, sondern auch freundlich. Wir haben jetzt übrigens Einfluss dazu gewonnen, weil wir Großmacht sind. Von 750 auf 1000. Und wir sind noch mehr Magnet für Arbeitskräfte. Ein noch stärkerer Magnet. Wir bekommen jetzt bei der Migrationsanziehung plus 25% als Großmacht. Vorher nur plus 10% als Mittelmacht. Ah, wunderbar. Wir gehen mal über diesen Weg. Höhepunkte. Stahl importieren eigentlich eher nicht, nee. Können wir den Spaniern was Gutes tun? Porzellan exportieren. Das gefällt euch doch bestimmt. Färbemittel. Eher nicht. Kaffee. Die Spanier kennen noch gar keinen Kaffee. Vielleicht können wir sie auf den Geschmack bringen. Das sieht auf jeden Fall hier so aus. Wobei 51,5. Ah. Wir schauen nochmal unseren Markt an. Was gerade bei uns besonders günstig ist. Tee. Okay.
Fleisch, das war uns auch ein Steak. Tee und Fleisch. Tee an die Spanier. Und... Fleischimport von den Briten. Aber Fleisch müssen wir jetzt an die Spanier nicht exportieren. Okay. Machen wir jetzt erstmal so weiter. Vielleicht kommt dann gleich ein Angebot auf einen Verteidigungspakt mit Russland, lehnen wir ab. Wenn von euch kein Angebot kommt, dann kommt eins von uns. Handelsvertrag vorschlagen. Unterhaltskosten 75. Ja, ich möchte, dass sich die Beziehungen noch schneller verbessern. So. Auf geht's. Journaleinträge. Ah, da könnten wir ja auch noch das eine oder andere angehen. Kann man auf jeden Fall machen. So als... Motivation. Ja, hier mit Gummiplantage im Amazonas auswählen. Das können wir auch machen. Wir hier speziell bei Gummi auf den Amazonas setzen. Handelsvertrag angenommen, sehr gut. So, die Baureihe ist ausgefüllt, aber die wird auch gleich abgearbeitet sein in 10 Wochen. Zollunion, minus 38. Ecuador schuldet uns jetzt eine Verpflichtung. Okay, dann können wir das mit Ecuador beschleunigen. Den Zollunion einladen. Und dann die Verpflichtung verwenden. Aber... Keine Fehler machen. Wir schauen uns auch deren Markt nochmal an. Aber geringe Mengen. Das ist schon der gesamte Markt. Ach so, ich hatte gefiltert gehabt. Ah, Transporte werden wir uns ein bisschen teurer, aber... Okay, ein Überangebot an Tuch, das 281, das ist doch ganz okay. So, Ecuador in die Zollunion einladen und wir werden unsere Verpflichtung einsetzen. Bestätigen. Unsere Baureihe ist nicht ausgefüllt. Plus 102.000. Staatskasse gefüllt. Goldreserven 22,2 Millionen. Wir machen mit dem Militär noch weiter. Wir bauen unser Militär noch weiter aus.
Ah, okay. Gehen wir hier, da können wir den Hafen nicht weiter ausbauen. Das heißt, für das Infrastrukturproblem müssen wir die Eisenbahn weiter ausbauen. Okay, 5 Stufen. Und dann in Rio de Janeiro eine Stufe am Anfang der Reihe, eine am Ende der Reihe. So. Und dann... Ah, die Staatskasse. Hm. Auf jeden Fall das Militär noch weiter ausbauen. Und dann würde ich sagen, den Bausektor auch noch weiter mal auf 1000 im Bausektor ausbauen. Da brauchen wir dann einen weiteren Start. Sao Paulo kann man natürlich machen. Erstmal auf 10. Weiter geht's. Zollunion von Ecuador angenommen. Ja, und dann beenden wir hier die Finanzierung. Ja, die Verpflichtung haben wir durch das Finanzieren bekommen. Jede Woche eine Chance von 0,2% und ja. Glück gehabt. So. Thema Automobile. Na ja, gut, 8,2, 8,4. Automobile minus 5,6%. Da könnten wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Kopfverbrauch 83,1. Ja, die Kapitalisten. Die fahren jetzt Autos. Ich war mit der Kutsche. Und bei den anderen ist es deutlich weniger. Aber auch weil wir viel mehr Kapitalisten als Aristokraten haben. Können wir uns da nochmal anschauen. Bei der gesamten Bevölkerung. Das ist hier die politische Stärke. Auf der linken Seite haben wir die Bevölkerungsverteilung. Da haben wir die Kapitalisten bei 463.000 und die Aristokraten 136.000, also ungefähr ein Drittel bis ein Viertel. Also die Aristokraten, die würden genauso oder verwenden die Automobile genauso wie die Kapitalisten. Okay, dann haben wir die Kasernen komplett umgestellt. Okay, ja, bauen wir die Kasernen weiter aus. Ja, das wird der neue Koloss. Da müssten wir die Migrationskontrollen abschaffen, die eigentlich schon keinen Effekt mehr haben, weil wir haben bei uns keine Diskriminierung im Land. Ansonsten mit den Migrationskontrollen könnten Diskriminierte nicht den jeweiligen Staat verlassen. Es gibt aber keine Diskriminierung, also spielt keine Rolle. Und keine Migrationskontrollen.
Da bräuchten wir die Industriellen in der Regierung. Die Landbewohner wären dagegen, die Gewerkschafter wären dagegen und die kleinen Bürger würden sich sogar radikalisieren. Mhm. Börsennationen. Alle Nichtregierungsproduktionsgebäude, die Produktionsmethode börsennotiert verwenden können. Davon haben wir 40,41% umgestellt. Brauchen aber 75%. Öffentliche Transportmittel. Ja, persönliche Transportmittel, die neue Mode zu sein scheinen, haben viele in der Nation das Gefühl, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, unsere Bürger mit eigenen privaten Transportmitteln auszustatten. Zu Ungunsten der öffentlichen Transportmittel. Ja, okay, das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Wir haben unsere Motorenproduktion dermaßen gepusht durch den Export der Motoren an die Briten. Das jetzt einfach umzustellen. Und vor allem hier die Stadtzentren. Okay, öffentliche Motorkutschen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Und das gibt 149.000 Arbeitskräfte. Wir drücken da jetzt drauf. Und schon sind die Schwimmhäfen freigeschaltet worden. Hält man einen Anleger auf einem Ebbe und Flut ausgesetzten Wasserweg auf einer konstanten Höhe, können Schiffe schneller anlegen und ihre Waren entladen, ohne auf die sich verändernden Verhältnisse in Sachen Wasserstand und Anleger achten zu müssen. Häfen plus 4 Maximalstufe. Ja, okay, das könnten wir hier direkt ausnutzen. In Bahia gehen wir dann auf 16. In Rio de Janeiro auch auf 16. Also überall da, wo wir Infrastrukturprobleme haben, bauen wir die Häfen aus. So, und teilweise haben wir jetzt sogar Arbeitslose. Aber die werden sehr schnell neue Beschäftigung finden. Ja. Also die aus Rio de Janeiro, die haben sofort Beschäftigung gefunden. Können wir mal hier nach Arbeitskräften sortieren. Also das ist ja schon wieder komplett 149.000 oder was das war. Knapp 150.000, die haben sofort woanders Arbeit gefunden. Weil wir die jetzt kräftig vorher ausgebaut hatten. Und ansonsten geht es uns doch immer noch gut. Und die Transportkosten sind gar nicht so stark angestiegen. Bisher zumindest nicht. Schaut mal.
Bei Freizügigkeit sind die Automobile auch Substitutionsgüter. Und da gibt es auch noch die Kommunikation, Telefone. Die haben wir aber noch nicht erforscht. Wir haben eine Bevölkerung von 20,1 Millionen. Ja, exponentielles Wirtschaftswachstum. Ah, Bevölkerungswachstum geht natürlich immer noch weiter nach oben, aber jetzt nicht mehr ganz so krass wie am Anfang, als wir die ganzen Migrationsabkommen geschlossen haben. Ich meine, als wir die anderen in unsere Zollunion eingeladen haben. Und Migrationsabkommen ist auch gut. Ja gut. Da ist ja der eigentliche Sinn und Zweck dahinter. So. Ja, Spanier, wie sieht's aus? Minus 31. Also, noch ein Punkt mehr. Dann könnten wir sie mit einer Verpflichtung in unsere Zollunion einladen. Und ansonsten wächst die Beziehung hier um plus 4% pro Tag. Plus 3% durch das Finanzieren, plus 1% durch den Handelsvertrag. Ein Verteidigungspakt würde hier auch nochmal plus 1% bewirken. Ein Bündnis. Plus 1,5%. Haben die Spanier irgendwelche Feinde? Ah, Preußen, Italiener. Von der Beziehung her auch Großbritannien. Russland. Ah, ja. Ja gut, wir bauen unser Militär ja aus, aber in der Liga können wir da noch nicht mitspielen. Okay, gut Leute, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Wir werfen nochmal einen Blick auf unsere Automobilwirtschaft, weil damit haben wir ja auch angefangen. Wir produzieren 251 Automobile. Unsere Pops verbrauchen ungefähr 80 und unsere Kasernen benötigen 156. Preis plus 3%. Öl ist völlig in Ordnung. Und ist auch sehr günstig. Ja, haben wir ordentlich ausgebaut. Öl haben wir komplett ausgebaut und die Gummiplantagen 9 Stück und da kommen noch im Amazonas hin dazu. Paraiba eine Stufe. Und jetzt schauen wir uns noch einmal die Ölbohranlagen an, dass sie auch alle, ja, auf dem neuesten Stand sind. Die Gummiplantagen auch, das sieht gut aus. Okay, Holzfällerlager hatten wir gesehen, könnten wir noch die Kettensäge verwenden. Aber das würde hier jetzt noch einiges durcheinander bringen. Okay, vor allem die Werkzeugwirtschaft müssen wir dafür ausbauen. Jetzt können wir mal einen rein. Machen wir das noch? Im Industriebereich. Werkzeugfabriken. Ah, die sind schön produktiv.
Okay, gut. Ja, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bye bye.